Hallo aus Holland. Samtig rot. Reich blühend. Pflegeleicht. Heute wollen wir Ihnen gerne eine exotische Pflanze vorstellen. Die Diplodenia sundevil. Ich habe mich direkt in der Sundevil verliebt, weil die Blüten so viele und so lange wie September, Oktober. Die sind noch ganz pflegeleicht. So, wenn man keinen grünen Daumen hat, nehmen wir einfach die Sundevil. Unsere heutige Pflanze mag es sonnig, warm, luftig, Regen und Wind beschützt, gleich wie die Familie die Oleander. Ich pflanze die Sundevil hier in diese Ecke ins Beet. Und ich mache das in einen schönen Topf. Der Topf, der hatte ich Lochen in gemacht. So, das Wasser, das kann auch weg, wenn es viel regnet. Ich mache das Loch so tief, wie der Topf groß ist, nicht tiefer. Das muss hier unter ganz trocken bleiben, so nicht tiefer pflanzen, als wie das jetzt ist. So ist das auch, wenn man die Sundevil in den Topf pflanzt. Die Erde muss man nicht höher machen, als der Anfang von der Pflanze. Und da das eine Kletterpflanze ist, nehmen wir auch die Holzstäbe und machen da auch, wie das hier bei den Kleinen ist, eine höhere, sodass im Sommer die ganze Mauer ganz blühend ist. Sundevil mag es gerne trocken. Besser geben die Pflanze nicht so viel Wasser, denn es zu nass ist in die Erde, dann gehen die Pflanze ganz kaputt. Du kannst sie einfach vergessen und die blüht doch den ganzen Sommer. Wenn man keinen Garten oder Balkon hat, kann man sich eine Sorte ins Haus holen. Das ist die Sundevil Laxa. Die Laxa, die duftet auch noch sehr stark. Die Blüten, die riechen ganz nach Parfüm. Oh, herrlich. Die Wurzeln haben die Kapazität, um Wasser festzuhalten, Wasser zu speichern in die Wurzeln. So ein bisschen Trockenheit ist kein Problem für die Pflanze. Und auch Düngung braucht sie nicht viele. So ein bisschen, das ist für 3 Monate genug. Viel Sonne und 15 Grad, dann blüht sie den ganzen Sommer auch ins Haus. Und jetzt zeige ich Ihnen noch, wie man eine schöne Hingucker selbst machen kann. Es sieht besonders schön aus, wenn der Topf dieselbe Farbe hat wie die Blüte. Dafür brauche ich Acrylfarbe. Und wenn das Ziel noch nicht verrückt genug ist, kann sie auch einfach leere Dosen nehmen und diese bemalen. Der letzte Schritt ist noch der Lack, sodass das alles wasserfest ist. So, toll. Das war es. Bis nächstes Mal. Schön, dass wir Ihnen unsere Lieblingsblumen zeigen durften. Bis zum nächsten Mal. Tot ziens.